sicherlich kein Zufall, dass es häufig die Deutsche Grammophon war, die an technologischen Zäsuren eine Rolle spielte. Als die Kompaktdisk in den Markt eingeführt wurde, war sie ja sehr stark auch mit dem Namen von Herbert von Karajan assoziiert, der diesen berühmten Satz gesagt hat, alles andere sei Gaslicht. Er wusste auch, dass er einen guten Werbeslogan in die Welt gesetzt hat. Heute ist die Digitaltechnik, was alle Kenndaten angibt, natürlich der Analogtechnik hoch überlegen. Das war sie aber 1980 nicht unbedingt. Also es war eher ein Ausblick in die Zukunft. Aber es ist natürlich unsexy zu sagen. Da ist es viel besser, Karajan sagt, klanglich ist das Haus hoch überlegen. Kein Mensch kann sich dem entziehen. Viele Fachleute haben gesagt, diese Kompaktdistel sind Unsinn, das wird sich nie kommen. Und was ist geschehen? Wir haben sie 2 Jahre propagiert, wirklich mit aller Liebe und allen Möglichkeiten. Und vor, ich glaube, 5 Monaten ist sie seriöserweise in den Verkauf gekommen. Von mir sind jetzt 1 Million Platten verkauft. Die hier. Mein Glücksstern. Die Digitalisierung ist ja einhergegangen mit eigentlich einer Demokratisierung der Produktionsstätten. Also heute kann jeder Musik aufnehmen, ohne großen Aufwand, ja, selbst mit professionellem Anspruch. Das war vor 50 Jahren undenkbar. Ja, da brauchte man ja Menschen, die so eine Bandmaschine einmessen können. Also man brauchte Spezialisten und das ging nur in einem Team. Und das hat sich komplett geändert. Also wir haben es heute eigentlich mit einer Landschaft zu tun, wo jeder Content, wie es so schön heißt, anbieten kann. Und das war dann ein Prozess über 10 Jahre, wo sich alle Schallplattenfirmen inklusive der Deutschen Grammophon getrennt haben von Produktionsstätten. Und in diesem Zusammenhang sind auch die EMI Berliner Studios selbstständig geworden. Und wir fühlen uns allerdings noch in der Tradition der Aufnahmeabteilung der Deutschen Grammophon-Gesellschaft. Wir waren bis 2008 Teil dieser Firma. Und diese Geschichte ist natürlich zu spüren, so wie jedes Haus, jede Firma Dinge hat, die möglicherweise nicht irgendwo niedergeschrieben sind, die einfach ja, immer weitergegeben werden. So ist es hier eben auch. Und da gehört sicher auch eine Klangvorstellung dazu. Okay, hier. Anhand der jüngsten Aufnahme von Lang Lang in Leipzig mit dem Quanthausorchester entstehen auf einen Schlag relativ viele Produkte parallel. Wir haben immer noch eine CD, die mitgetragen wird. Wir haben eine normale Digitalveröffentlichung für alle Streaming-Portale. Wir haben in diesem Fall eine super hochauflösende HD-Audio-Variante. Dann kommt dazu eine Ausarbeitung in Dolby Atmos. Dann haben wir einen Master für die Langspielplatte, Vinyl. Zusätzlich entsteht auch noch eine Videoproduktion. Das ist also ein ganz gutes Beispiel, auf welcher Bandbreite hier produziert wird und für wie viele Formate hier gerade parallel etwas Neues entsteht. I always work with the same group of people on production, because I already built up this confidence and trust and friendship. They know exactly what I want, sound-wise. Mit Lang Lang war es von der ersten Minute an sehr unkompliziert. Das ist jetzt die 4. Platte, die wir zusammen machen. Und seitdem gibt es, was ihn betrifft, eigentlich kaum viel Diskussion. Es kann natürlich mal vorkommen, dass er zu mir in den Regieraum kommt und mich fragt, ob ich was verändern kann oder dass er sich das anders vorgestellt hat. Ich muss dabei auch viele Wünsche berücksichtigen, denn es kommt nicht nur der Solist zum Abhören, sondern auch der Dirigent. Das heißt also, beide sollen bitte so abhören können, dass sie die Feinheiten heraushören.
die Wünsche sind nicht immer deckungsgleich. Bei der Aufnahme hat sich der Lang Lang gewünscht, den Flügel etwas brillanter zu machen, etwas durchsetzungsfähiger. Und ich hatte es in dem Moment als schöner empfunden, den Klang etwas weicher zu halten, aber habe letztendlich seinem Wunsch nachgegeben. I have to know exactly if I play Debussy, I want this type of sound. If I play Rachmaninoff, I want that kind of sound. You have to be on the driver's seat, really be in charge of what type of sound I really like to produce. Ein großer Tonmeister ist tatsächlich der wichtigste Partner für einen Künstler, weil er eben die Ohren haben muss. Er hört sozusagen das, was ich direkt an der Geige höre. Er versteht es, die Partitur so zu illuminieren und durchsichtig auch zu präsentieren, wie der Dirigent sich das wünscht. Und es ist eben dieses Klangverständnis, um das der Künstler ringt. Ich hatte das große Glück, dass ich mit Herbert von Karajan Günter Hermanns kennenlernen durfte in den 70er Jahren. Und Günter Hermanns blieb mein Tonmeister. Er hatte dieses Set of incredible ears, dieses Verständnis um das Ringen eines Künstlers, nicht nur um Interpretation, sondern Klang ist ja ein Teil dieser Interpretationsgeschichte, die man schreibt. In den 70er Jahren haben wir, was die Deutsche Grammophon anbetrifft, ja zu 99,9% Studioaufnahmen gemacht. Es war einfach der Ansatz, wenn wir ein 1A-Produkt auf den Markt bringen wollen, müssen wir eine Studioproduktion machen, weil wir dieses Publikum nicht genug ausblenden können oder auch die Akustik nicht genug anpassen können, weil meistens klingen leere Säle auch schöner als volle Säle und so weiter. Und der Erste, der da nicht so mitmachen wollte, so wie ich das mitbekam, war Bernstein, dem vielleicht auch dieses klangliche Ergebnis gar nicht so wichtig war. Dem war viel wichtiger, dass er ständig mit Musikern zusammen ist, zusammen spielt. Und man hat festgestellt, es geht. Und man kann durchaus auch mit Publikum produzieren. Auch die Digitaltechnik wurde immer besser. Heute kann man fast sagen, 99,9% aller Orchesteraufnahmen werden live aufgenommen. Man ist jetzt mittlerweile so gut, das alles in den Griff zu bekommen. People say that 21st century, the labels are not that important anymore to many of the artists. You just record and then you do everything yourself. This is just really impossible. I still believe it would be amazing to have a good label behind you to make sure that the album is promoted and to share with many people, you know, and otherwise it's going to be in your living room. Wenn man an die Deutsche Grammophon denkt, denkt man erst im zweiten Moment an einen anderen wichtigen Aspekt, an dem wir hier natürlich auch viel arbeiten, nämlich die Visualität, die eben auch entwickelt wird, wenn es um Musikveröffentlichungen geht. Was möchten wir eigentlich transportieren über die Visualität? Und wie will sich und wie wollen wir auch die Künstlerin oder den Künstler darstellen? Und so entstehen dann eben diese visuellen Konzepte, die sich dann im besten Fall nicht nur im Cover widerspiegeln, sondern eben auch noch weiter transportieren lassen in alles, was die Kampagne angeht. Sodass es am Ende ein Look and Feel zu diesem Projekt gibt. Das Album von Lang Lang, wo er Saint-Saëns spielt, da haben wir eine Visualität fürs Cover entwickelt, die ich selber sehr spannend fand. Wir haben einen Hintergrund bauen lassen aus Papier von einer Set-Designerin und ihn vor diesem Hintergrund fotografiert, in dem
Pflanzen und Tiere eingearbeitet sind, weil auf dem Album natürlich auch Karneval der Tiere zu hören ist, aber auf subtile Weise, also nicht sehr plakativ, nicht sehr bunt, sondern eben mit der Eleganz, die das Projekt, auch diese Musik aus unserer Sicht quasi gut widerspiegelt. Wenn man sich die Covergeschichte oder die Visualität der Vergangenheit anguckt, und wir gucken ja auf 125 Jahre Deutsche Grammophon, dann fällt einem auf, dass es in den früheren Jahren Cover gab, die vielleicht generischer waren, wo es Aquarelle, Bilder, Zeichnungen, grafische Cover gab. Und dass sich das entwickelt hat, mehr zu einem Trend, wo die Interpreten, die Interpretinnen im Vordergrund stehen. Also Porträts, fotografische Cover. Every cover has to tell a story, a different story. And it has to connect to the music, it has to feel right. The Philip Glass album in 2017, we found Prism Glass, I mean Glass, Philip Glass, Prism Glass, of course. And we basically shot the camera through the Prism Glass. When we did the Debussy Rameau album, we wanted to have the idea of painting in sound. So we brought a glass and paint and we mixed some oil. And then I did this, and that's the cover of Debussy Rameau. For Mozart, we had a black feather, something very theatrical, and this was all about the dark side of Mozart, something very suggestive, again with a mirror. I sometimes think it really takes a village to create an album. But in my village, the core family is only four people, and then we have this great support. Ich habe auch noch das John Williams Anne-Sophie Mutter-Album mitgebracht, einfach weil ich finde, das zeigt, dass eben der Moment der Aufnahme auch ein visueller Moment sein kann. Das sieht man ja, dass es hier wirklich ein Live-Moment ist, der hier abgebildet wird und transportiert eben dadurch ja auch eine bestimmte Emotion und nicht nur die Aufnahme oder die Musik.